Schön, dass du mit dabei bist bei der wahrscheinlich letzten Folge NBA 2K18 My GM in diesem Jahr. Ich hoffe, wir können das Ganze nochmal, ja, abschließen, krönen. Wir werden jetzt erstmal das Team anpassen, sodass wir denken, es ist optimal. On fire ist jetzt natürlich gar keine Hauptsache am Ende der Saison. Sind alle komplett im Modus. Ich werde tatsächlich auch jetzt ein klein wenig gucken, was kommt denn da für ein Gegner auf mich zu. Das bedeutet, dass ich erstmal schaue. Also, Burke, Beasley, Jokic. Also Jokic natürlich der gefährlichste Spieler. Deswegen finde ich das mit Subac gar keine so blöde Idee. Zonennutzung. Das sind jetzt, glaube ich, nicht... Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das die krassen Perimeterverteidiger sind. Schröder. Auch jetzt nicht einer, der von draußen mega krass scored. Plumlee. Okay, also Jokic auf jeden Fall das größte Problem und in meinen Augen auch das einzige Problem. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das heißt, dass mir das ehrlich gesagt schon ziemlich gut gefällt mit Ayton und Subac. Dann haben wir immer jemanden, der sich dagegen hauen kann. Nur, da muss ich jetzt sogar zustimmen. Ich hätte Ayton auch circa 40 Minuten auf dem Feld gerne. Dass wir da einfach immer jemanden haben, der voll dagegen hält. Ich nehme jetzt erstmal hier ein paar Minuten weg, dass ich das so verteilen kann, wie ich denke. So. Ja, mache ich erstmal 32. Paul George ist normalerweise unser absoluter Topscorer. Kriegt auch 40 Minuten. Shepard kriegt 38. Malkmus 34. Ja, bei Irving bin ich ja noch ein bisschen vorsichtig. Subac 15. Das ist dann natürlich eine sehr, sehr kleine Rotation. So, Seth kann ich mir noch am ehesten vorstellen als Scorer, dass der ein paar Minuten mehr bekommt. Dann... Ja, dann entscheide ich mich tatsächlich eher für Theis. Zack, Iggy will ich als Verteidiger drin haben. Ich denke auch mit seinen 38 Jahren ist er da einfach noch einer der stärksten Perimeterverteidiger, die wir so in der NBA haben. Ja, also so werde ich spielen. Zonennutzung. Ach so, wie oft dein Team mit Zonenverteidigung spielt. Naja, schon relativ oft. Jokic kann zwar auch von draußen ballern. So. So gehen wir es an. Das Geile ist, diese Folge kann ja rein theoretisch auch nach 5 Minuten vorbei sein, wenn ich rausfliege. Ich will gar nicht dran denken. Ja, erstes Spiel geht an uns. Und Irving, 43 Punkte, 17 von 21, 8 von 10. Uncle Drew is in the house. Plus minus bei Paul George, überragend. 30 und bei Shepard auch 30. Sehr, sehr nice. Ayton, 16, 8, 4, 3 Steals, 3 Blocks, 5 Turnover, drauf geschissener. Krass, stark, richtig, richtig stark. Also, erstes geht an uns. Kings 1-0, Minnesota 1-0, Spurs 1-0. Die Cavs liegen 1-0 hinten. So sieht's doch mal aus. Baldwin ist scheiße. Geile Geschichte. Kennt ihr das, wenn... Ich glaube, ich mache da jetzt nicht mal einen Cut. Ihr überlebt, glaube ich, die 10 Sekunden. Ne? Kennt ihr das, wenn die Meldung kommt, dass dein Controller gleich leer ist und du denkst, ja, ja, klar, ich hol gleich mein Ladekabel. Und dann vergisst du es und dann... Am geilsten sind die Spiele, die da nicht selber Pause machen.
Und du dich dann richtig freust darüber, dass das Spiel weiterläuft und du wirst am besten da noch getötet oder whatever. Okay. Also, wo war jetzt stehen geblieben? Ja, Cavs verlieren jetzt das erste Heimspiel. Knicks 1-0, Philly 1-0 und die Hornets 1-0. Gehen wir rein ins zweite. Das sah doch ganz gut aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall... Ja, jetzt ziehen wir weg. Jetzt ziehen wir weg. Bam! Und Uncle Drew holt 33. Irving ist on fire. Whoop, whoop. 12 von 21, 7 von 12. Shepard. Auch die Quoten sind halt richtig nice. Die Quoten sind richtig nice. Ayton... stark. Ayton droppt einen Donut. Aber holt 13 Rebounds. Das ist dann wieder die andere... Die andere Geschichte. Und positiv gesehen, stellt euch mal vor, Ayton scored normal so seine 10 bis 15 Punkte. Dann ist das hier ein total krasser Blowout. Kings erhöhen auf 2-0. Kings bedeuten übrigens in der nächsten Runde, dass wir gegen LeBron James spielen, wenn sie weiterkommen. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 2-0. Komm schon. Gleich stealen. Und nicht nur stealen, sondern der nächste Blowout. Und Irving ist... Was ist los mit ihm? Er ist komplett im Modus. Mike ist mit 20, Paul George 18, McConnell 15. Bei 11 Minuten, was ist mit ihm los? Ist er reingekommen und hat einfach jeden Wurf genommen und jeden Wurf fast reingemacht. Naja, und Ayton arbeitet, aber 6 ist fast ein Triple-Double. Okay, fast, wir wollen nicht übertreiben, das sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht sollte ich... Ja, ich weiß schon, dass du willst, dass wir sie sweepen. Vielleicht braucht hier einer noch ein paar Minütchen mehr, wenn er so abgeht. Dann mache ich hier mal 38 und mache hier 34. Und wird das der erste... Achso, ja, hier 3-0. 2-1. 1-2. 1-2. Die Magic führen. Boston, New York 1-2. Philly für 2-1. Und die Hornets 3-0. Wird das der Sweep, Boys? Das wird der Sweep. Und wie wir sie krass verprügeln. Verprügeln. Ohne Chance. So, viertes Spiel. Malkmus mit einem Double-Double und was für eins. 8 von 9 Dreiern. Shepard mit 24, Irving. Das ist vielleicht das, was uns wirklich den Ring bringen kann. Wir haben immer irgendjemanden auf dem Feld, der brutal scoren kann. Und damit... Ja. Wenn ich jetzt Runde simulieren mache, dann geht es hier aber schon noch um die... Mach mal lieber Spiel simulieren. Okay, ja, es geht. Und Stauskas ist auch wieder am Start. Ist am Stissel. Nice. Wird nur nicht spielen. Okay. Wir müssen ran gegen die Kings und gegen LeBron James. Minnesota gegen die Spurs. Die Knicks gegen die Magic. Ich glaub's nicht. Wie können... Die Cavs sind raus mit Baldwin. Ich pack's nicht. Wer spielt denn da? Okay. Das ist jetzt nicht ein Team, wo ich sag... Ja, es ist... Beide, ja, Baldwin halt, aber Kevin Love noch. Aber der Rest... Halt nicht ganz so mega. Die Knicks gegen... Wer spielt bitte bei den Knicks? Ey, ganz ehrlich, das sind, glaube ich, die lustigsten Playoffs, die ich je gesehen habe. Philly. Ja, jetzt ist Philly für mich Favorit. Wobei, die brauchen 7 Spiele gegen die Nets. Auch geil. Okay. Wir schauen kurz. LeBron James. Fox. Hill.
Labizier, Kuzma, Farid, oh, Bogdanovic. Also, momentan der Größte. Fox hat einen super Speed Drive. Hill ist ein solider Point Guard. Lavizier kann ich nicht so viel sagen. Kuzma kotzt mich immer noch an, dass wir den verloren haben. Farid, richtig bulliger Typ. Bogdanovic kann ja auch mal ja, ein paar Dreier ins Gesicht brettern. Ja, gegen LeBron James ist, glaube ich, egal, was ich mache. Aber die haben ein relativ kleines Line-Up. In Anführungsstrichen klein. Fox ist nicht der Größte, Hill ist nicht der Größte. Und die anderen, ja, mit der Größte ist immer relativ zu sehen. Also die sind trotz allem ja irgendwie um die 1,95 bis 2 Meter groß. Aber ich glaube, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Und hoffe, dass ich dann im Rebound-Duell einen Vorteil habe. Wir zerfetzen sie im ersten Spiel. Wir zerfetzen sie im ersten Spiel. Mike Miss Double-Double. 7 von 9 Dreiern. Bam. 7 von 11 Dreiern. Bam. 4 von 4. 100%. Seth. 2 von 2. 100%. Aus der Halle gebamst. Und LeBron James macht 40 und trotzdem Blowout. Boop, boop. Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Kings chancenlos. Ich habe gerade eben gedacht, da steht Kings chancenlos. Gegen Mike Miss und unsere Mavs. 1-0 für die Timberwolves. Da steht es noch 0. Ja, hier, gib uns mal das Spiel, ey. Ergebniswissen. Knicks 1-0. Hornets 1-0. Nächstes Ding. Na, sah am Anfang nach Prügel aus. Alter, was ging jetzt ab? Wir haben doch gerade eben... Wir haben gerade eben mega geführt. Wir verlieren's. Shepard 25, Seth. Was war da plötzlich für ein krasser Einbruch drin? Gefällt mir gar nicht. Minnesota 2-0. Ey, was ist denn die? Muss man irgendwie immer... Ne, nicht Runde, Spiel. 1-1, 1-1. Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ey, Leute, macht jetzt keinen Scheiß, kommt schon. Alter, was haben wir im letzten Viertel gespielt? Im letzten Viertel sind wir anscheinend voll durchgedreht. 146. Die Defense beider Lager war aber mal gut unterwegs. 146 zu 126, die haben gar keine Defense gespielt alle. Transition einfach immer gleich vorne geblieben. Ja. Alter, was... Irving, wieder 36... Und hier Aiden mit einem Double-Double macht 30 Punkte. Überragend. Und Mike, ich habe fast drei Leute, die über... Also, Mike muss ein unter 30. LeBron James 40, kannst du halt nicht verteidigen. Hill 21, Fox 14. Lavizier auf 14. Naja. Und Minnesota prügelt die Spurs richtig her. Hey, also... Habe ich irgendwie was verpasst, warum da jedes Mal ich selber drauf drücken muss? Ja, Magic, führen. Wichtig, dass wir das gleich zurückgesteelt haben. Und wir holen das... Ja, wir holen das nächste. Wir holen das nächste. Paul George 26, Shepard 26, Ayton. Wir sind einfach Scoring Monster. Wir sind so krasse Scoring Monster. Seth mit 15. Und was für Quoten wir ballern. 5 von 9, 1 von 3, 2 von 3... 3 von 10, 4 von 14, das war jetzt bei Irving diesmal nicht so überragend. Ey, ohne LeBron James wäre das Team so Müll. Ohne LeBron James wäre dieses Team so Müll. 1-3. 2-2. 3-1. Komm schon, Sack zumachen. Gar nicht, ich will keine Spannung. Overtime. Wir gewinnen das Ding in der Overtime. 118 zu 116. Das war ein hart erkämpfter Sieg nach Verlängerung gegen die Kings heute Abend. Endstand 118 zu 116.
Paul George 34, Shepard 34, Mike Miss Double Double und auch 22 und auf der anderen Seite LeBron James mit einem Triple Double. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, und die Spurs verkürzen auf 3-2. 3-3! Verarsch mich jetzt nicht. Ich würde so... die Spurs gewinnen. Nach 3-0 gewinnen sie die Serie von 7. Ey, das ist... oh Mann, kein Kommentar. So, und jetzt kommt hier Philly. Was ist da los? Philly gegen die Magic. Ey, Mavs gegen die 76ers. Das wäre so ein geiles Finale zum Abschluss von MyGM in diesem Jahr. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt erstmal gucken, was da auf mich zukommt. Was kommt bei den Spurs auf mich zu? Naja, Leonard halt. Murray, Trent Jr., Aldridge, Woolridge, Osman, Beverly. Ich muss wieder bleiben, weil das ist... schaut euch mal bitte den Center an. Ayton muss den eigentlich dominieren, das und das die ganze Zeit, genauso wie Zubac. Und dann haben sie hier Quady, Wesley und Rivera. Ey, das... nee, also ich bleib dabei. Zubac, Ayton, die beiden in Kombination. Das wirkt so ein klein wenig wie mein Ass hier in diesen Playoffs. Na, es ist wichtig. Gleich ein Heimsieg. Paul George 24, Irving 21. Ey, es scoren fast immer drei Leute über 20. Das ist so wichtig. Und Ayton ist einfach für mich vielleicht der krasseste Erfolg, der krasseste Stil, den ich in dieser MyGM-Karriere in diesem Jahr gemacht habe. Aldridge. Ah, da fehlt es halt. Fehlt eigentlich nur an Scoring. Gebrochene Nase! Alter, gebrochene Nase, Maske auf, weiterspielen. Ist mir scheißegal. Ich bin ehrlich, ich würde selber auch sagen, ich will spielen. Ich will spielen. Magic 1-0. Gott sei Dank nur eine gebrochene Nase, in Anführungsstrichen. Und der zweite Heimsieg. Paul George 28, Mike Miss 20, Ayton Double-Double. Oh Mann, hey. An Verletzungen habe ich jetzt gerade eben überhaupt nicht mehr gedacht. Ja, Leonard 30, Aldridge. Aber wer soll denn bei denen bitte scoren? Wer soll gegen Ayton, wer soll gegen Shepard und so weiter? Wer soll die alle verteidigen? Leonard kann halt bloß immer einen verteidigen, ja? Und Philly macht jetzt gerade auch mal richtige Scheiße. Was treiben die da drüben? Mich hätte es wirklich gewundert, wenn diese Spurs eine Chance hätten. Ich wollte es nicht aussprechen vorhin, weil wenn du es aussprichst, dann kriegst du ja... ja, ihr kennt das ja, Gott und so. Sagt dann, ha! Scheißdreck. Hey, eine Frage, was haben die Magic für ein Team? Es kann... verstehe ich nicht. Oh, Simmons, warum? Dehnung linkes Innenband, 1 bis 2 Wochen. Könnte ein Grund sein. Mal schauen, ob wir sie sweepen. Ja. Wir sweepen die Spurs. Und damit sind wir in den Finals. Dass wir in die Finals kommen, habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht mit diesem Team. Ja, es ist... ist nur Leonard und danach kommt einfach nichts mehr. Aldridge mit 8 Punkten, ne? Ist halt einfach viel zu wenig. Wir sind in den Finals. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der NBA Finals. Wenn sie vor dieser Serie eine Schwachstelle ausmachen müssen. Ne? Coaches natürlich. Was eine behinderte Frage. Komm schon. Wenn sie das jetzt drehen...
Wenn sie das jetzt drehen. Wenn sie das jetzt drehen. Ey, bitte. Philly. Es ist, ey, ganz ehrlich, dieses Spiel ist so Banane. Als wenn zweimal ein 3-0-Rückstand gedreht wird. Und jetzt heißt es gegen Philly in den Finals. Und damit natürlich auch gegen Fultz macht 41 Punkte. Joel Simmons. Jetzt muss ich sowieso dabei bleiben, weil gegen Joel Embiid kann ich jetzt nicht hier. Da brauche ich die Power erst recht. Es ist mein persönliches Traumfinale, bin ich ganz ehrlich. Weil wieder gegen Baldwin und wieder gegen die Cavs hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Und wir gewinnen gleich mal das erste. Shepard 25 mit gebrochener Nase. Irving 24. Quotner stark. Bernd stark. 5-9, 3-6, 3-3, 3-7, 2-7 vom Perimeter. Und auch generell sieht das okay aus. Puh. Durchatmen. Und zweites Heimspiel bitte auch gleich gewinnen. Zieht es durch, Boys. Zieht es durch. Zieht es durch. 136. Irving 31. Irving sage ich schon. Paul George 31. Shepard 23. Double-Double. Double-Double. Aiden macht 8. 14. So. Das war die Pflicht. Jetzt geht's darum. Ja, im besten Fall irgendwie eins zu stehlen. Verkürzen auf 2-1. Ja, Irving ist eine absolute Maschine. Krass, der scored in fast jedem Spiel über 30. Mike Mess. Kann passieren. Von der Statistik alleine her kann ich nicht mal irgendjemandem einen Vorwurf machen. Dienst nach Vorschrift. Das sieht wieder nicht gut aus. Das sieht wieder nicht gut aus. Oh Gott, Shepard 8 Punkte, Aiden 7. Und die da drüben. Alter, was ist da? Mavs gegen Philly. 2-2. Ich muss nochmal ganz kurz reinschauen. Walker, Fultz. Das ist. Ja, weil wir einfach zu wenig gescored haben. Das ist der einzige Grund. Ja, das gehört uns, das Fünfte. Das Fünfte gehört uns. Mavs nehmen 76ers auseinander. Paul George mit 29, Irving mit 24, 17. Das geht natürlich noch besser bei 40 Minuten. Wir haben allerdings den Sieg. Alles andere ist mir so egal. Ich weiß, dass ihr ein Game 7 sehen wollen würdet. Auch wenn es eine Simulation ist. Aber ich hoffe, dass wir das Ding jetzt zumachen. Gebrochene Nase. Erholt. Geile Geschichte. So will ich das sehen. Und das ist der Sieg. Das ist der Sieg und das ist der Titel. Nice! Irving 31 und für mich, also von dem, was ich alles gesehen habe von den Statistiken her, wahrscheinlich der Finals MVP, Paul George 29, Shepard 24. Und auf der anderen Seite, es hat nicht gereicht. Die Dallas Mavericks haben die Meisterschaft gewonnen. Nein, es ist tatsächlich wieder Paul George. Es ist tatsächlich wieder Paul George. Krass. Tja, Leute. Das war's mit MyGM in diesem Jahr. Wie immer habe ich mich total gut darauf vorbereitet, eine Serie enden zu lassen. Hat auf jeden Fall jetzt nochmal Bock gemacht. Also diese Folge hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, weil es dann doch noch
nochmal so dieser Kitzel war, reicht das Team, was ich mir jetzt aufgebaut habe über die Jahre, um auch einfach mal durchzusimulieren und zu sagen, okay, ich will den Titel gewinnen. Dann gegen die 76ers, mein absolutes Lieblingsteam momentan, 4-2 zu gewinnen. Der ein oder andere Turnaround von den Spurs oder auch gegen von Philly gegen die Magic. Irgendwie alles mit dabei gewesen. Ne? Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass mein GM dem einen oder anderen jetzt nicht so die Story letztes Jahr mit Kobe und den Lakers und allem drumherum und natürlich auch Spieler wie Hoffman, das war sicherlich alles ein bisschen spektakulärer. Aber das kann man halt nicht jedes Jahr beeinflussen und sowas entsteht auch nicht jedes Jahr. Deswegen, mir hat es trotzdem wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Story ist okay, ist stellenweise sicherlich ein bisschen nervig und wie gesagt, wäre ganz cool, wenn man es auch ausstellen könnte. Finde ich, gehört einfach dazu, diese Option. Generell bin ich trotz allem wieder zufrieden mit meiner Wahl, wie alles verlief. Und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um MyGM in Rente zu schicken, bis wir in 2K19 natürlich auch wieder angreifen werden. Mit welchem Team? Mal schauen. Hast du einen Vorschlag? Welches Team könnten wir im nächsten Teil zocken? Schreib mir das als Abschluss vielleicht einfach in die Kommentare. Vielleicht auch einfach Kritik, was nächstes Jahr anders laufen kann. Was nächstes Jahr besser sein kann. Was dir dieses Jahr nicht so gut gefallen hat. Dann kann ich mir das auf jeden Fall auch schon mal auf den Zettel schreiben für nächstes Jahr. Ansonsten sage ich einfach nur vielen Dank fürs Reingucken. Vielen Dank fürs Dabeisein, wer jetzt wirklich immer noch mit dabei ist. Das sind dann meistens die ganz, ganz treuen. Und ja, zum Abschluss natürlich auch gerne nochmal eine positive Bewertung, wenn es dir gefallen hat, das Video oder allgemein die Serie. Ich sage vielen Dank fürs Reingucken. Wir sind nochmal Champion geworden. Und damit kann ich diese Serie und diese Folge mit ruhigem Gewissen abschließen. Ich bin raus, dein Max.